Bei der Abstimmung zum Parteichef ist er ihr knapp unterlegen. Doch die K-Frage bringt Friedrich Merz zurück auf die politische Bühne. Denn Annegret Kramp-Karrenbauer ist nach den zuletzt schwachen Wahlergebnissen angeschlagen. Merz selbst hat sie als Vorsitzender des Vereins Atlantikbrücke zur Pflege deutsch-amerikanischer Beziehungen eingeladen. Liebe Annegret, ein ganz besonders herzliches Willkommen bei der Atlantikbrücke und dem American Council in Germany. AKK weiß um die Berichterstattung über dieses Aufeinandertreffen und nimmt das Thema auf. Das Gute an Armin Laschet, an Friedrich Merz und an mir, an Norbert Röttgen und allen anderen in der CDU ist, dass uns der Wert der transatlantischen Freundschaft so viel wert ist, so viel bewusst ist, dass uns da nichts trennt. Da nicht, aber womöglich bei der Frage, wer Kanzlerkandidat wird, denn die mächtige Werteunion sieht es nicht als selbstverständlich an, dass die Parteichefin Kanzlerkandidatin wird. Dieses wichtige Thema darf nicht weiter einfach in kleinen Zirkeln entschieden werden, sondern wenn wir es schaffen, die Mitglieder hier einzubinden und sie zu motivieren, dann wird auch die Partei insgesamt deutlich schlagkräftiger. Bei einer Urwahl müsste AKK wohl zittern, denn die aktuellen Umfragewerte lösen bei CDU-Mitgliedern keine Freude aus. Demnach liegt die Union nur noch bei 24%, zwar deutlich vor der SPD, aber klar hinter den Grünen, die bei 26,5% liegen. Und im Bund liegt die AfD zwar nur noch bei 13,5%, aber in Brandenburg, wo in knapp 3 Monaten gewählt wird, ist die AfD sogar stärkste Kraft mit 21%. Neben Friedrich Merz könnte auch NRW-CDU-Chef Laschet versuchen, diese Situation zu nutzen und sich als Kanzlerkandidat in Stellung zu bringen. Doch er zögert. Wenn jeder jetzt seine Arbeit macht, ist das besser als Personaldiskussionen. Ich finde, die sollten jetzt beendet sein und jeder sollte sich auf die Arbeit konzentrieren. Noch halten AKKs Konkurrenten also die Füße still. Spätestens bei einer krachenden Niederlage bei den Wahlen in Ostdeutschland könnte sich das schnell ändern.